So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Omega Rubin Egglock Challenge. Beim letzten Mal haben wir uns Wasserrouten angeschaut und haben den Desmutaniten gefunden. Außerdem haben wir Donnerblitz bekommen, die ich noch irgendwie beibringen muss, fällt mir gerade auf. Oh mein Gott, ganz vergessen. Das wollte ich ja eigentlich noch tun. Was haben wir denn noch so für Attacken? Kehrtwende. Hatte ich mir auch überlegt, ob ich noch beibringe. Nitro-Ladung kann keine Sau lernen. Donnerblitz. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas... Spike kann Donnerblitz lernen? Okay, alles klar, warum auch nicht? Ich habe das Gefühl, ich hätte irgendwas vergessen gerade. Aber ich will auf jeden Fall Zeus erstmal den Donnerblitz beibringen, weil... Ja, wäre vielleicht nicht doof. Ich glaube, dafür nehme ich ihm die Parabol-Ladung raus. Die ist zwar eine coole Attacke, weil sie einen heilt. Aber... Ein gescheiter Step, der einen nicht auswechselt, ist doch praktischer, muss ich sagen. Nee. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Und ich habe das Gefühl, es ist schon viel mehr Zeit vergangen als eine Minute. Aber mein Gott, ich bin heute total neben der Spur. Es ist gerade 1:15 mittags. Es ist unglaublich. Ich nehme mal mittags auf. Sachen gibt es. Das liegt aber daran, dass ich heute meinen unifreien Tag habe. Unisono quasi. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Das gab nicht mehr irgendwie Sinn, aber ich wollte es mal loswerden, weil es hat mich an Uni erinnert. Ja, ich war heilen, ich habe das Kunstrad gegen das Eilrad zurückgetauscht, das haben wir beim letzten Mal vergessen gehabt nach dem Desmutanit. Und jetzt schauen wir uns weiter hier um auf den Wasserrouten. Das heißt, ich musste auch noch einen Schutz einsetzen, weil ich nicht herfliegen konnte. Okay, mit der habe ich schon gekämpft. Ich glaube, das war das, was wir im letzten Part noch gemacht hatten zum Schluss. Dass wir gegen diese gute Frau gekämpft haben, die da rumstimmt. Und gegen dich haben wir noch nicht gekämpft, hab ich recht? Mehr und noch mehr. Ja, soweit das Auge reicht, nur Wasser. Allmählich fängt es an, langweilig zu werden. Ja, dann geh an Land. Da drüben ist eine Insel, da ist eine Insel, da ist eine Stadt. Ich weiß auch nicht, was da ist. Immer diese Schwimmer, die meinen, sie müssten jetzt hier nur unter Wasser unterwegs sein. Die können ja auch an Land schwimmen gehen. Oder Skydiving ist ja quasi auch Schwimmen. Heißt das Skydiving oder Airdiving? Wie heißt denn das nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Halt quasi... falschen Springen, wenn man so möchte. Ich glaube, es heißt Skydiving. Bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin kein Sportler, aber das wisst ihr ja auch. Ich bin Gamer. Und das auf produktivste Art und Weise. Das ist jetzt uncool. Gyarados ist immer so eine Sache. Die mag ich an sich überhaupt nicht gerne. Vor allem ist es eine Sache, merkt man ja. Gyarados ist ein Ding, wie man sieht. Nein, Gyarados ist für mich immer so ein Hassgegner, so ein Angstgegner. Nicht ein Hassgegner, aber ein Angstgegner. Nicht deswegen. Aber weil es hat einen verdammt hohen Angriff, kann mittlerweile, glaube ich, sogar Knirscher seit der 6. Generation. Also es hat zumindest Zugriff drauf. Ich weiß nicht, ob es das jetzt auch hier hat. Oder ob das... Gut, das war jetzt auch nicht so gefährlich. Ob es jetzt per Level-Up lernt oder ob das... Natürlich. Dankeschön. Oder ob es das per Move-Tutor erlernt. Aber es ist gefährlich. Vor allem mit der Mega-Entwicklung an drum dran. Ja, jetzt trifft doch mal. Das ist doch... Wow, ich habe das zu früh gelobt. Gut, dass ich gewechselt habe. Das kannst du nämlich auch. Eisattacken. Es kann Eisattacken. Es kann Kaskade lernen mittlerweile. Also seit der 4. Generation auch brauchbar. Endlich treffe ich auch mal. Dankeschön. Lieb von dir. Ist halt eine hohe spezielle Verteidigung. Das heißt, es überlebt teilweise sogar Elektroattacken, obwohl die vierfach effektiv sind. Das ist... relativ krank. Naturkraft. Was macht das nochmal? Ich glaube nicht, dass ich das will, aber... Nein. Nein. Naturkraft und Geheimpower sind für mich immer zwei sehr ähnliche Attacken, muss ich sagen. Aber nein, heute nicht. Heute brauchen wir keine Naturkraft. Ich brauche heute nicht die Kräfte der Natur auf meiner Seite. Ich habe genug Kräfte meinerseits. Und zwar ein ganzes Dexter-Team. Ist hier oben noch irgendwas außer dem Himmelsturm? Da kommen wir nämlich noch nicht rein. Ich kann ja kurz mal mit der guten Frau hier reden. Hallöchen. Jenseits der Grenze dürfen nur jene wandeln, die sich als würdig erwiesen haben. Danke. Dankeschön. Also wir noch nicht. Wir sind unwürdig. Mit viel zu epischer Stimme für das Wort unwürdig. Ja, genau. Hier ist noch ein Trainer, der sich irgendwie im Wasserlabyrinth versteckt. Im Meer wimmelt es nur so von Pokémon. Das macht das Schwimmen alles andere als leicht. Ja, dann, keine Ahnung. Fangen sie alle und sperren sie weg. Keine Ahnung. Irgendwann muss eigentlich auch mal der Bestand der Pokémon gegen Null sinken, wenn man sich zigtausend Pokémon fängt. Aber, Pokémon sind anscheinend doch nicht wie Tiere. Nur anders. Also, ja, sind eben nicht wie Tiere. So. Ah. Ich schaffe es heute wieder, mich produktiv zu verhaspeln. Und wenn ich kurze Trinkpause mache, Kaffee.
Ich brauche Kaffee. 667, das war fast teuflisch, aber nur auch nur fast. So nah dran vorbei. Verdammt nochmal. Egal, weiter geht's. Weiter im Text. Was ist das hier hinten? Ich würde es bezeichnen als produktiv nichts. Gut, dann als produktiv nichts. Gut, dann wieder zurück. Was ist das hier eigentlich? Das hat mich einfach nirgendwo hingeführt. Sehr schön, danke für dieses produktiven Ortsspiel. Sehr, sehr lieb von dir. So, noch irgendwelche Trainer, die wir noch nicht umgeklatscht haben. Die Frau haben wir noch nicht besiegt. Komm her, ich will dich hauen. Es klingt. Hey, hier geblieben, du und ich, wir kämpfen jetzt. Von mir aus. Von mir raus. Ich überlege gerade, was ich euch noch so berichten kann. Ob es auch irgendwas gibt. Ich hatte jetzt meinen ersten Japanischkurs, kann ich euch sagen. Ich kann jetzt ein bisschen Japanisch. Wird das jetzt aber hier noch nicht sagen, weil ich mit der Aussprache, nicht so ganz hinterherkomme. Also, die Aussprache ist, anstrengend, sagen wir es mal so. Ich kann ein bisschen schreiben. Ich kann meinen Namen auf Japanisch schreiben, ja. Und an sich ist es verdammt cool. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Stunde. Aber trotzdem. Ich will jetzt eigentlich ungerne schon irgendwas sagen. Weil, ja. Ich könnte überlegen, wir haben zum Beispiel gelernt, oh ja, Doppelkampf. Wie man sich quasi einer Person zum ersten Mal vorstellt, aber. Ich sollte mal vielleicht heilen. Wobei, will ich dich überhaupt einsetzen? Ich glaube, ich muss dich gar nicht heilen. Ich würde sagen, Anubis und Jägermeister. Ihr beide macht das jetzt mal. Denn wir können das einfach so. Keine Ahnung. Einfach mal so gesagt. Nee, wie war das nochmal? Hajime Mashite? Moritz Des. Das war, glaube ich, der erste Teil. Und der zweite Teil war Dozo Yoroshiku. Das heißt, glaube ich, quasi so erste Begrüßung. Ja, so viel zum Thema Japanisch für Anfänger. Oder so. Ist Eyang schon ein Eistyp? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube schon. Wenn ja, ist alles cool. Wenn nein, nicht ganz so. Ich hoffe es jetzt einfach mal so. Aurasphäre auf Eyang. Und falls ich das jetzt falsch ausgesprochen habe, habe ich mich sauber blamiert, aber. Alles cool. Du bist schon Eistyp. Nice. Tschüss, Eyang. Hab dich lieb. Ja. Man bemerkt, ich hatte erst eine Japanischstunde. Das heißt, verklagt mich nicht. Ich bin noch Anfänger. Das war das, was wir halt wirklich irgendwie zigtausendmal gelernt haben, zigmal wiederholt haben in der Stunde. Was wir halt nie wieder nutzen können in der Stunde, weil wir uns jetzt schon kennen. Also, super, aber in Ordnung. Aber es macht sehr viel Spaß. Muss ich doch sagen. Aktuell auch noch dabei, die ganzen Hiragana und Katakana zu lernen. Das ist noch ein Megastein, habe ich gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Aber ich will erst heilen. Erst heilen, dann Megastein. Und dann kann ich mir irgendwo Rückkehr abholen. Wichtig. Die will ich auf jeden Fall haben. Für unser Jägermeister-Namen. Ah, Gott. Und danach schauen wir uns in Flossbrunn um. So. Aber erstmal, ich will da hinten hin. Da kann ich, glaube ich, nur hin surfen, oder? Okay, dann surfe ich eben hinter. Hallo, Doxa. Schön, dich zu sehen. Wie geht's so? So. Nimm mal her. Kangama. Nicht. Ja, gut. Erstmal den OP-Stein gefunden. Wenn wir jetzt noch einen Kangama hätten, wäre das halt ziemlich OP, weil Mega Kangama ist halt OP. Wie Sau. Ich setze mal ein Pokémon vor, wo ich auf jeden Fall weiß, dass es uns mag. Und zwar Anubis, weil das sich mit Freundschaft entwickelt hat. Weil ich glaube, wir bekommen entweder Frustration oder Rückkehr, je nachdem, ob uns das Pokémon mag oder nicht. Und ich will auf jeden Fall Rückkehr haben. Und ich weiß nicht, wie es mit Jägermeister steht, ob es uns schon genug mag. Beziehungsweise Rückkehr ist in dem Fall doof, weil ich ja nicht weiß, wie sehr es mich mag. Aber da sie alle aus Eiern geschlüpft sind, haben sie auf jeden Fall einen 120er Base-Wert. Ich würde es das bitte an dich nehmen. Ich habe dafür keine Verwendung mehr. Dankeschön. Schleuder mir halt Schleuder in den Kopf. Danke, danke, danke. Lieb von dir. Es war mein großer Traum, einmal auf dem Wurfhügel des Sportstadions der anderen Region zu stehen. Doch so sehr ich auch gehofft und mich angestrengt habe, ich war einfach nicht talentiert genug. Im Hinterkopf blieb dieser Traum immer bestehen. Doch ehe man sich versieht, ist man auf einmal 50 Kinder und Frau. Frau und Kinder, so rum. Ich kann lesen. Ja, ich habe Abitur, bemerkt schon. Es ist an der Zeit, mich langsam von diesem Traum zu verabschieden. Für mich und meine Familie. Du kannst auch mit Familie Sportler sein, aber 50, gut, ja, vielleicht nicht ideal. Ein Himmels-Pokémon! Nennt man Rayquaza. Die Leute sagen, sie hätten ein Pokémon über Höhen fliegen sehen. Fliegt es etwa die ganze Zeit über herum? Muss es sich denn nicht auch mal ausruhen? I don't know.
Ich habe die Pokédex-Einträge nicht im Kopf. Woher kommst du? Ja. Ja, du kommst aus Jahrstadt? Tut mir leid, davon habe ich noch nie gehört. Ja. Woher kommst du? Ja, nein. Darauf gehe ich nicht weiter ein, das ist total dämlich. So, was hast du mir zu sagen? Schau mal, ist das nicht hübsch? Die Häuser wurden auf dem Wasser gebaut. Ich wurde hier geboren. Shit für dich. Back dir ein Eis von. Keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Er wurde hier geboren, das ist schön für ihn. Das Fulm schwimmt auf einer Kolonie von Corazon. Ah, glaubst du mir das? Ich nehme das jetzt einfach mal an, weil wenn du das sagst als Einheimische, wird das schon irgendwie stimmen. Außer du willst Touristen verarschen. Dann wäre das, gemein. Du sag mal, welches Navi benutzt du am meisten? Ich selbst kann mich ja nur schwer vom Videonavi losreißen. Das haben wir noch nicht einmal benutzt und wir werden es auch nicht benutzen, wegen den blöden Meldungen, die immer aufpoppen, wenn man es benutzt. Bäh. Wenn es einmal benutzt hat, so. Man sagt, die Vorfahren der Menschen in Flossbohnen hätten an Bord von Schiffen das Licht der Welt erblickt und dort auch ihren letzten Atemzug getan. Diese Lebensart ist verständlich, denn sie waren auf der Suche nach etwas. Aha. Hilfreiche Kommentare eines alten Mannes. Die Einwohner von Flossbrunnen angeln und tauchen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Okay. Ich kann auch tauchen, wenn ich das richtige Pokémon dabei habe. Anders ist es viel zu schwer oder so. Ich meine, ich kann das Atemgerät ja nicht so benutzen und dann einfach runtertauchen. Das wäre ja zu leicht, hm? Hi. 6 Punkte öffnen 3 Türen. Mein Großvater sagte das immer, aber ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Das ist ein Hinweis auf die Regis, die wir nicht machen können, wenn wir kein Taucher-Pokémon haben. In der Höhlenregion gibt es 3 Pokémon, welche die Stärke von Gestein, Eis und Stahl verkörpern. Man sagt, sie verstecken sich in Höhlen vor den Augen der Menschen. Diese Geschichte wurde mir als Kind erzählt. Aha. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Das ist halt, wie gesagt, Regis. Die wir nicht aufsuchen können, weil wir kein Taucher-Pokémon haben. Wie bereits gesagt. So. Hallo, alter Mann. Na? Die wichtigste Person des Pokémon-Fanclubs, der Vorsitzende, bin ich. Zwar nicht, aber ich bin sein Bruder. Ich genieße die Fame mit meinem Pokémon. Ja, das tue ich. Na, ja, dein Pokémon, das mag dich offensichtlich sehr. Ein derart lebensvolles, liebevolles und wunderbares Pokémon verdient eine Tame wie diese. Dankeschön. Wenn dein Pokémon dich sehr mag, steigt die Stärke von Rückkehr. Wenn es dich nicht mag, steigt die Stärke von Frustration. Wir haben, glaube ich, kein Pokémon, das uns nicht wirklich mag. Also, das uns nicht mindestens 120 Base mag, weil wir ein Nuzlocke spielen, das heißt, es gibt keine wirklichen Gründe, warum die Freundschaft senken sollte. Also, wenn wir Nuzlocke spielen und Pokémon sterben, sind sie halt raus. Und sterben ist wohl der einfachste Weg, um Freundschaftspunkte zu verlieren. Außer halt bestimmte Items. Zwischen Flosspon und Gravelport City gibt es eine reißende Meeresströmung. Wenn du dort Surfer unbedacht einsetzt, kann es sein, dass du fortgetrieben wirst. Es kann nicht nur so sein, es ist so. Und das wird auch noch eine ganz lustige Route. Oh mein Gott, ein Bett. Also ein Schlafsack quasi. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Die gibt es ja in Japan häufiger. Ich weiß aber nicht. Glaube ich zumindest. Zumindest habe ich solche Dinge in Anime schon häufiger gesehen. Sagen wir es mal so. Ist das ein Pokédex? Hast du schon viele verschiedene Pokémon getroffen? Ich wollte, ich wäre du. Ich wäre wie du. Dann hättest du aber eine Mütze nötig. Eine weiße Mütze. Wo früher aber immer alle dachten, das wären Haare. Ich auch. Ich dachte früher, der Protagonist aus Rubin und Saphir hätte weiße Haare, was voll stylisch gewesen wäre. Aber, naja. Mein graue Haare können schon von Kind auf ankommen. Nee, der war es jetzt echt nicht, ne? Ich kenne auch Leute, die weiße Haare haben. Beziehungsweise ich hatte Leute in meiner Grundschulklasse, die weiße Haare hatten. Also, ein Jungen, aber ja. Ich finde, das sieht cool aus. Weiß auch nicht. Hallo Trainer, würdest du Pokémon mit mir tauschen? Da ich in Flussborn lebe, kann ich nämlich nur bestimmte Pokémon fangen. Würdest du ein Bluebella? Hast du vielleicht ein Bluebella? Ich würde dir auch mein Corazon dafür geben. Ich habe kein Bluebella und ich will kein Corazon. Corazon. Oh. Der französische Aussprache. Das war kein französischer Akzent im Endteil, aber der Gäste ist. Hi. Ich war an dieser wundersamen Orte. Dessen bin ich mir ganz sicher. Doch leider habe ich vergessen, wie ich dorthin gekommen bin. Dabei war auf meinem Verdächtnis. Mein Verdächtnis? Was? Gedächtnis bislang stets verlass. Vergesslich werden es nicht schön. Hä? Was war das denn jetzt für ein unglaublicher Zusammenhang? Vergesslich werden ist nicht schön. Psychoschock. Meiner Meinung nach ist das Phänomen der erscheinenden und wieder verschwindenden wundersamen Orte auf witterbedingte Luftspiegelungen zurückzuführen. Oder tauchen diese Orte tatsächlich aus dem Nichts auf und verschwinden dann auf mysteriöse Weise wieder? I don't know. Hier in der Höhenregion gibt es einige sogenannte wundersame Orte, die man zu Fuß nicht erreichen kann. Doch das ist nicht alles. Aus irgendeinem Grund tauchen diese Orte aus heiterem Himmel auf.
Und vor allem kommt man nur über den Himmel hin, weil... Überflieger. Haha, lustiger Wortwitz nicht. Nur um dann auf ähnlich geheimnisvolle Weise hier zu verschwinden. Ja, das war ja in Rubin und Saphir, gab es hier ja dieses Wunder Island, oder wie es hieß, ich habe den Namen vergessen, das ist zu lange her. Und da war eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu sehr unwahrscheinlich, dass man diese Insel finden kann. Und dann gab es da ganz viele wilde Issos und seltene Beeren. Daran kann ich mich noch erinnern. Okay. Ich möchte mal ganz kurz wohin fliegen, weil ich möchte mal wissen, wie sehr uns Jägermeister mittlerweile mag. Das wäre nämlich gut zu wissen. Denn dann können wir ihm Rückkehr beibringen. Und Rückkehr wäre nämlich bei voller Freundschaft um einiges stärker als Fassade. Fassade hat ja 70 und Rückkehr kommt auf 102 bei voller Freundschaft. Ich denke mal, es wird sich schon jetzt lohnen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es klang gerade wie so eine 8-Bit-Version, weil es meinen Kopfhörern sehr im Hintergrund klang. Aber in Ordnung. War das hier? Wo warst du? Warst du das? Ich weiß es nicht. Hi. Zeig doch mal dein Pokémon. Ich prüfe, wie sehr es dich mag. Oh, dein Pokémon. Es liebt dich über alles. Mehr könnte es dich gar nicht. Ach, so, okay. Alles klar, gut. Das ist so ist Anubis zu uns. Maximale Freundschaft auf jeden Fall. Und was ist mit dir? Es liebt dich über alles. Ah, perfekt. Dann werde ich dir jetzt Rückkehr beibringen. Weil Rückkehr dann die stärkste Attacke ist, die du als Step haben kannst. Also, zumindest. Was halt normal als Step angeht, weil Rückkehr, glaube ich. Das ist Blödsinn. Gierstoß hat mehr Stärke. Aber es ist die stärkste reguläre Attacke, die nicht irgendwelche negativen Effekte hat. Außerdem, nee, die stärkste Attacke ist Explosion. Aber das kannst du, glaube ich, nicht lernen. Bin ich mir ziemlich sicher. Wunderbar. Und schwupp. Jägermeister hat Fassade vergessen und lernt Rückkehr. Sehr nice. Gut, damit haben wir wieder ein paar mehr Attacken im Repertoire. Oder beziehungsweise eine andere Attacke, die stärker ist als die letzte. Wobei, ich glaube, dass wenn ich paralysiert wäre, also wenn ich paralysiert wäre, also eine Statusveränderung allgemein, nicht nur paralysiert, nicht, wenn Jägermeister schlafen würde, wenn es schlafen ist ungünstig, dann kann es nämlich nicht angreifen. Bei Verbrennung ist auch blöd, weil es den Angriff halbiert, aber bei Paralyse oder Vergiftung würde es halt mit doppelter Stärke angreifen. Also 140 Base, das wäre dann stärker als Rückkehr, aber... Das Auftritt ist ja unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. So, wunderbar. Jetzt brauchen wir nochmal einen Schutz und dann geht's weiter. Die Stromschnellen herunter. Vielleicht schaffen wir noch einen ganzen Durchgang, aber das bezweifle ich jetzt gerade irgendwie doch. Ich guck, dass wir das in diesem und nächsten Part schaffen. Ich weiß, das ist jetzt nicht so spannend, was jetzt alles kommt. Ganz nebenbei ist Flossbrunn auch wieder eine Stadt ohne Pokémon-Markt, was ich immer nicht leiden kann. Weil ich dann immer in eine andere Stadt muss, wenn ich was einkaufen will. So, wo kann ich denn jetzt hier runter? Ich glaube, ich gehe einfach mal hier diesen sehr prägnanten Weg. Ich glaube, das ist sogar einer der richtigen Wege, um später zu den Regis zu kommen. Das ist ein Kampftrainer. Kampf ist ungünstig für Jägermeister. Ich würde sagen, da setze ich Geld vor. Gegen Kampf habe ich ja mit Trixie wirklich eine relativ wirksame Waffe verloren. Wenn du jetzt mit dem Pokémon mit Abschlag entgegensetzt, hau ich dich. Also ich hau dich so oder so, aber mit Abschlag hau ich dich mehr als sonst. Es wird Abschlag haben, so oder so. Machomai! Schön! Nicht. Das macht sich besser. So. Ja, nee, lass mal. Uncool. Sehr uncool. Ich mag die Pokémon. Die Pokémon aus der Entwicklungsreihe von Macholo nicht. Also Macholo, Maschok, Machomai. Und vor allem nicht, wenn sie dann irgendwie Gesteinsattacken raushauen können plötzlich. Aber ich glaube, von selber lernen sie keine. Nur per TM oder so. Und ich weiß, dass... Höchstens Astrainer-TM benutzen, aber ich... Also Astrainer und Arena-Letter, weil bei Astrainer bin ich mir nicht sicher. Also nur spezielle Trainer können das machen im Normalfall und ich weiß nicht, ob Astrainer dazu zählen oder nicht. So, ich werde jetzt einfach geradeaus hinten weiter surfen. In der Hoffnung, dass wir irgendeinen coolen Weg finden. Oder auch nicht. Oh, nee, doch, hat funktioniert. Wir haben eine TM gefunden. Das ist eine coole Attacke. Das ist eine sehr coole Attacke. Muss ich das sagen, warte mal kurz. Wer kann das lernen? Oder kann das überhaupt jemand lernen? Ich bezweifle das irgendwie, aber es wäre halt voll cool, weil Schlammwoge... Schade. Schlammwoge ist eine verdammt coole Attacke. Eine sehr, sehr coole Attacke. Du fließt einfach gerade runter. Ich gehe einfach straight geradeaus weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich Schlammwoge überhaupt in meiner privaten Alpha Saphir gefunden habe.
I don't know. Hm, hier ist noch ein Item. Nimm ich mit. I gonna take this and, money. Ja. I gonna take this and money. So ist, das war richtig gutes Englisch. Total. Ach ja. Schon ironisch, dass jemand wie ich, der eigentlich, Anti-Sprache ist, also ich bin normalerweise jemand, der sagt, Sprachen sind überhaupt nicht meins, weil es eigentlich im Normalfall überhaupt nicht meins ist, der jetzt freiwillig Japanisch macht. Das ist schon irgendwie interessant, aber Japanisch ist was, ist irgendwie was anderes, keine Ahnung. Okay. Rex nach vorne so. Nee, Japanisch ist irgendwie nochmal anders als Englisch oder sowas oder Französisch, weil es irgendwie, ich mag Japanisch verdammt gerne einfach, weil ich mag die Kultur und es macht irgendwie ziemlich viel Spaß, es zu lernen im Vergleich zu Englisch oder Französisch. Englisch geht noch, aber Französisch ist eher... Ich habe ja Französisch auch gelernt, aber... großteilig wieder vergessen, sagen wir es mal so. So, Zeus, ich glaube, das ist besser, wenn ich dich da reinlasse. Ganz einfach, weil... Panzer-Aeron doch eher physisch-defensiv ist als speziell defensiv. Auch wenn du Robustheit hast, eventuell. Der Donnerblitz wird dir auf jeden Fall gut Schaden machen und... Bams! Weg mit dir. Oder auch nicht. Weil, wie gesagt, ja. Habe ich schon mit gerechnet. Au. In Ordnung. Dann Finsteraura. Einfach weil Style. Ich mag die Animation der Attacke verdammt gerne. Muss ich schon sagen. Hat was. 49. Fast die 50. Wir haben noch knapp 10 Level offen bis zum Level Cap. Ich denke, ich werde vor der Liga bis 55 trainieren, wenn es sich so ergeben sollte. Weil, also, der Champ hat Pokémon Level 59 und das sollte dann etwa hinkommen. Weiter raus. Den Astrainer machen wir auch noch gerade. Irgendwie habe ich die Befürchtung, dass er Wasser-Pokémon hat, aber... Scheiß drauf. Rein da. Hallöchen. Ich möchte gewinnen. Wie jeder andere auch. Aber ich ziehe meine Pokémon nicht wie jeder andere auf. Ich habe meine eigenen Methoden. Deine armen Pokémon, sie tun mir leid, muss ich sagen. Sie tun mir sehr leid. Markus. Stolrak, das war... begrenzt. Eine gute Wahl. Wenn du robust hättest, war das keine gute Wahl. Sagen wir es mal so. Wir hatten ja schon mal die Ehre, wobei das überlebst ein Eisenschädel, sag ich jetzt einfach mal. Wir hatten ja schon mal die Ehre, gegen einen Stolunio zu kämpfen, als Rex noch ein Lavita war. Und das hat uns mit seinem Eisenschädel ja doch etwas wehgetan. Aber das hat auf jeden Fall gereicht für ein One-Hit-KO. Hallo Simsala. Du bist mit hoher Wahrscheinlichkeit schneller als ich. Oder? Telekinese. Was macht das nochmal? Ich wurde zum Schweben gebracht. Trotzdem werde ich dich mit dem Erdbeben erwischen. Ist mir doch egal, ob du mich zum Schweben gebracht hast oder nicht. Solange du nicht selber schwebst, ist mir das egal. Punkt aus. Voltensu. Bleib ich drin. Habe ich kein Problem mit. No problem for me. Tschüss. Ich muss sagen, irgendwie ist das Level jetzt gerade auch sehr einheitlich so um die 40 rum. Was halt jetzt für uns relativ easy ist, weil wir großteilig Pokémon-Level, naja, 40 haben, 47, 46, hau ein bisschen raus. Der Knirscher ist da doch die eindeutig bessere Variante. Knirscher ist für mich einfach der bessere Biss. Es hat mehr Biss, versteht ihr? Es hat einfach mehr Biss. Ist das noch ein Trainer da vorne? Weil ja, nehme ich den gerade auch noch mit. Backpacker. Na, komm mal her. Ja, komm, nehmen wir den gerade noch mit und dann machen wir hier auch schon wieder Schluss. Vielleicht sollte ich mir eine Karte oder so ausdrucken oder nebenher legen. Von diesem Gebiet hier, damit ich mich hier ein bisschen zurechtfinde, weil gerade ist es irgendwie so voll verwirrend, weil ich keine Ahnung habe, wo ich bin. Das hasse ich an diesen Stromschnellen. Man findet sich einfach partout nicht zurecht. Knirscher! Ist Knirscher eigentlich, warte, wie stark ist Knirscher? 80, ne? Ich kann gleich mal nachschauen. Wenn es 80 hat, dann wäre es im sehr effektiven Fall doppelt so stark, heißt 160. Und damit wäre es stärker als Erdbeben, passt sogar. Nice. Mal kurz nachschauen. Erdbeben hat 100 Base mit Zap 150. 80. Ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Ja. Dann lohnt sich das nämlich auch. Und später hat das sowieso Zap, also ist auch egal. So oder so ist Knirscher eine Attacke, die das Pokémon sehr gut gebrauchen kann. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir machen hier Schluss für heute. Beim nächsten Mal schauen wir uns heute die Stromschnellen an. Und machen Dinge. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen beim nächsten Mal. Wenn wir die Stromschnellen schaffen, werden wir uns schon Richtung Liga begeben, weil viel mehr bleibt uns nicht übrig. Das heißt, wir werden nach Prachtpolis City gehen und uns dann anfangen, durch die Siegestraße zu boxen. Da muss ich also eben auch noch schauen,
inwieweit ich da Kaskade brauche, weil wir haben kein Pokémon, das Kaskade lernen kann. Also muss ich mal schauen, wie ich das genau machen werde. Das war's auf jeden Fall für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Pokémon Omega Rubin Egglock Challenge. Bis dahin und ciao, Leute!